Hallihallo. Ja, wie ihr gesehen habt, basteln wir heute Karten aus Papierresten. Ich nenne es jetzt einfach Patchwork-Karte. Die Idee ist mir im Prinzip eigentlich gekommen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, also das ist schon länger her, die Karte auf Instagram gepostet. Und da sind eben teilweise Kommentare gekommen, dass es ausschaut wie Patchwork. Kann man sicher einen Vergleich ziehen von dem her, einfach durch das, dass da eben einfach so viele Quadrate übereinander geschichtet sind. Ja, und ich habe das jetzt im Prinzip ein bisschen umgewandelt auch noch, aber zuerst sage ich euch, wie man das macht. Die Karten ist im Prinzip eigentlich nach einer Idee von der Anja entstanden. Die hat das gleiche Prinzip gezeigt, nur eben mit Kreise. Aber ich habe nur einen einzigen Kreisstanzer, also Handstanzer jetzt. Deswegen habe ich mir da irgendwas anderes einfallen lassen und habe es dann eben mit Quadrate gemacht. Und deswegen schaut eben meine jetzt so aus. Die, was sie gezeigt hat, wie gesagt, die hat sie mit Kreise gemacht. Gut. Brauchen tut es im Prinzip Restpapier. Ich habe jetzt da wirklich ein dünneres genommen. Wenn man da jetzt wirklich ein dickes Designpapier nimmt, dann wird die halt relativ hoch. Weil das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quadrate. Also das große. Das baut sich ja immer übereinander auf. Also das wird dann eine relativ hohe Geschichte, wenn man da wirklich dickes Papier nimmt. Und deswegen habe ich da dünnes hergenommen. Das werden wir heute auch. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was hergerichtet. Wenn es denn raus mag. Und zwar werden wir also zweimal die Variante mit Quadraten. Ich habe mir das jetzt alles schon ein bisschen zusammengetan. Und zwar aus dem Grund, bis die ganzen Quadrate geschnitten hast. Und ich habe sie ja dann auch noch. Ich habe sie dann noch rundherum eingeschwärzt mit dem Stempelkissen. Das würde einfach einen zeitlichen Rahmen sprengen. Deswegen habe ich das alles schon hergerichtet. Im Prinzip braucht es euch eigentlich nur die Quadrate herrichten. Und ich bin da hergegangen und habe einfach immer wenn ich es jetzt schön drüber lege, so. Ich bin da hergegangen und habe ihm geschaut, dass da immer ein halber Zentimeter Rand ist. Das heißt, es müsste das ganze Quadrat immer 1 Zentimeter kleiner schneiden. Ich glaube, bei dem habe ich sogar einen halben, das 2,5 Zentimeter ist. Jetzt liege ich auch noch. Bei dem habe ich es mit einem halben Zentimeter gemacht. Also so schaut es aus, wenn es einen halben Zentimeter Rand lasst. Also da ist wirklich jedes Quadrat einfach 1 Zentimeter größer oder kleiner, je nachdem, mit was man anfängt. Und da habe ich sie jeweils einen halben Zentimeter kleiner geschnitten. Das heißt, wir haben dann ungefähr 2,5 mm Rand. Pi mal Daumen. Ja, das heißt, da habe ich mir eben Quadrate hergerichtet. Ich habe mir einen Aufleger hergerichtet. Ich habe mir schon einen Spruch hergerichtet und den habe ich mir rausgeholt aus irgendeinem Luxpaper-Block, glaube ich. Weiß ich aber noch nicht, ob ich den wirklich drauf tue. Da genauso mit Quadrate. Da habe ich mir rechteckig geschnitten. Und wer mein Mini-Album Video gesehen hat, dem wird das Papier natürlich bekannt vorkommen. Ich habe ja gesagt, da kommt noch was. Ist jetzt zwar schon länger her, hat jetzt leider gebraucht, aber naja. Gut, wir fangen jetzt auch einfach gleich mit dem, weil ich da eh schon auseinandergenommen habe. Fangen wir an. Also was braucht es? Restpapier, am besten ein dünnes. Also das ist wirklich dünn.
Papierschneider, um die Quadrate zu schneiden. Wenn es wollt, könnt ihr es eben dann einfahren rundum mit dem Stempelkissen. Hat einfach einen netteren Effekt. Klebematerial, einen schwarzen Stift. Was braucht man noch? Ja, eventuell ein Band zum dahinter kleben, Falzbein, kleine Schere und Foamtape. Dann starten wir jetzt einfach. Ich werde jetzt einfach einmal die zwei Quadrate so übereinander kleben, wie ich sie gern hätte. Wenn mein Kleber wollen würde. Das heißt einfach das erste hinlegen und das zweite dann einfach mit Kleber einstreichen und dann einfach da drauf kleben und einfach schauen, dass rundherum der gleiche Rand ist. Das ist die ganze Hexerei. So. Mein Kleber mag auch nicht mehr stehen bleiben. Und so schaut es dann aus. Da habe ich jetzt mehrere. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die klebe ich jetzt komplett gleich zusammen. Aber beim Kleben braucht es mir jetzt ja nicht unbedingt zuschauen. Ich schalte jetzt da die Kamera dabei kurz aus und dann komme ich wieder. Und da bin ich schon wieder. So, das schaut jetzt so aus. Und hat jetzt einfach einen total einen coolen Effekt. Schaut auch komplett anders aus als wie das jetzt, weil da einfach der Abstand geringer ist. Also es wirkt, je nachdem, wie man es aufklebt, wirkt es gleich ganz anders. Ja, und jetzt je nachdem, wie haben wir da jetzt eben Leit 2 hergerichtet, je nachdem, wie viele es da macht, weil da habe ich ja wirklich. Ja, im Prinzip das nur mal so akkurat aufgeklebt, dass sie da überall auch die gleichen Abstände hat. Und das wollte ich jetzt eben da nicht, sondern da jetzt einfach mal ein bisschen anders. Ich glaube jetzt eben den Schmetterling kleben auch drauf und das werden wir da drauf setzen. Und eventuell eben ein Bandel drunter. Weil mir hat das Grüne nämlich gut gefallen zu die Papiere, was sie da hat. Wenn ich es aufkriege, ne? Das ist übrigens das Selbstklebende, also da brauche ich jetzt auch so gesehen nicht viel tun. Das hat hinten den Klebestreifen oben. So. Jetzt muss ich gleich schauen, wo ich es hinkleben möchte. Eben, möchte das große da herunten und den Spruch möchte ich da drauf haben. Und ich glaube, das klebe ich mal da oben hinter dem Schmetterling rein. Ja. Na, das klebe jetzt alles plan auf. Also nichts mit Foamtape. Gefällt mir persönlich jetzt besser. So. Setzen wir jetzt da schräg drauf. Jetzt packt sie natürlich mit dem Kleber an. Noch. Aber jetzt wohl. Ist ja wieder klar, ne? Wenn die Kamera läuft, geht alles schief. Der Kleber quillt aus. So. Und das setzen wir jetzt dort drauf. Ich habe es sogar so leicht versetzt, ja.
Dann tun wir das Bandel da drüber. Muss mir das jetzt umdrehen, damit ich das gerade einklebe. So. Weil ich nehme da immer die Hilfslinien sozusagen zur Hilfe da. Das heißt, ich lege mir meinen Aufleger auf irgendeiner Linie gerade an und orientiere mich dann an der und somit habe ich es nicht hundertprozentig gerade, aber gerade. Und nicht windschief. So, dann tun wir den da noch drauf. Gehst du her da? Und das zweite Quadrat. Das klebe mal jetzt auch so versetzt drauf. Also ich will jetzt gar nicht, dass das alles jetzt so symmetrisch ist. Deswegen habe ich das jetzt wirklich so schief aufgeklebt. Das habe ich da umgeschoben. Das hat ja auch nicht den gleichen Abstand, weil es ist ja nicht komplett in der Mitte, sondern eher so schief. Gefällt mir eigentlich nicht schlecht. So, dann haben wir noch Kartenrolling. Den nehmen wir nicht sonderlich, weil habe ich den mal jetzt richtig zurechtgeschnitten? Ja. Man könnte das jetzt eigentlich auf Foamtape kleben, aber da ich jetzt schon angefangen habe, den Kleber draufhauen, kleben wir es plan auf. Egal. So. Da auch wieder einfach schauen, dass es schön in der Mitte ist. Überall der gleiche Rand. Und dann haben wir unsere erste Karte fertig. Dann machen wir die da. Da haben wir drei Quadrate ausgeschnitten. Und da habe ich mir das Standsteil ausgesucht und habe mir den Spruch geschrieben. Die habe ich, glaube ich, auch wieder mit, ja, die habe ich auch wieder mit einem halben Zentimeter kleiner geschnitten, also dass ich 2,5 mm Rand habe. Die klebe ich jetzt auch wieder zusammen und dann bin ich gleich wieder da. So. Habe ich die drei eben zusammengeklebt und die Karte möchte ich jetzt im Querformat machen, deswegen habe ich mir den Spruch relativ lang geschrieben sozusagen und da kann ich jetzt zum Beispiel eben, wenn ich jetzt die drei habe, kann ich hergehen und mir das wirklich so in einem Art Muster auflegen oder ich kann es auch wieder so machen, dass ich mir es irgendwie aufklebe. Kann dann einen Spruch drauf tun und eben unter Umständen nur irgendwie ein Blümchen oder sonst irgendein Teig hat oder eben so wieder die, wo mir momentan nicht einfällt, wie sie heißt. Ich muss jetzt auch schauen, wie ich tue. Ich glaube, ich werde es jetzt wirklich ein bisschen akkurater machen. Das dann da noch Platz? Ja.
Jo, ich glaube, ich mache das so, oder? Ja, ich kriege das jetzt einfach so auf. So. Hoffentlich war das jetzt nicht wieder zu viel Kleber. Ist ja total hitzig, wenn man da drüber fährt. Der Stufenaufbau, obwohl das Papier so dünn ist, den spürt man komplett gut. So. Dann kleben wir das da relativ parallel. Mit dem Lineal habe ich es ja nicht gemessen. Das klebe ich jetzt auch direkt auf. Und den Spruch, den tun wir jetzt aber mit vom Tape. Und da, wo ich, oh, jetzt rede ich schon immer, da orientiere ich mich jetzt auch einfach, dass da unten und da die zwei Spitzen halt ungefähr der gleiche Abstand ist. So gefällt mir das jetzt ganz gut. Dann brauche ich mal wieder einen Kartenrolli. Die hat die mal eigentlich auch schon falzen können, nicht? Aber das habe ich vergessen. Schön geschnitten ist er auch nicht, sehe ich gerade. So. Und da ich jetzt vorne schon vom Tape hergenommen habe, klebe ich die jetzt auch wieder mit Kleber auf, weil es immer schon unter Umständen einfach zu hoch wird. Gerade wenn es ums Verschicken geht. Weil zweimal Formtape ist dann schon fast ein bisschen zu hoch. Da kommst du dann wirklich gleich in eine andere Fotoklasse rein, wenn der Brief zu dick ist. Habe ich euch schon gehabt. Das ist dann ein Wahnsinn. So, dann haben wir da Karte Nummer 2. Da kann man jetzt natürlich noch mit Glitzersteinchen auch noch arbeiten. Da in die Mitte zum Beispiel eins einsetzen. Ich gehe mal schnell eine holen, ist eine gute Idee. Ist halt meistens so, während dem Basteln fallen und dann Sachen ein. Die da oder was Buntes. Das ist übrigens meine Pizza-Kiste, ja. Wo es Kaffee schon rausfliegt. Die Daten eventuell gut ist schon. Oder ich mache wirklich gleich so kleine drauf. Ist jetzt halt für das Problem nicht, die richtigen Steinchen zu finden. Die Blümchen? Na, doch nicht. Ich glaube, ich nehme wirklich, wo sind sie denn? Die da. Diese hier, die sind halt alle auf so einem Strafen geklebt. Die muss ich mal jetzt zuerst entschneiden. Das ist schon aber gegangen. Ja.
mag nicht. Jetzt einmal. Zweimal, dann haben wir noch geschnitten. Du sollst nicht auf meinem Finger kleben, du sollst aufs Papier. Gehst aber da jetzt. So. So lassen wir das jetzt einfach dabei. Die Steine auch da weg. Ja, jetzt wird da noch Glitzersteinchen drauf und fertig. Karte Nummer 3, was ich hergerichtet habe, da habe ich jetzt eben da habe ich mir das Die-Cut rausgeholt und da habe ich mir jetzt eben keine Quadrate, sondern Rechtecke geschnitten. Die werde ich jetzt wieder zusammenkleben und dann bin ich gleich wieder da. So, da. Die schauen jetzt so aus. Das sind ja allein 3 und das sind 4. Und dann schauen wir da jetzt an. Die wird jetzt wieder Hochformat. So. Ich glaube halt, dass sie Hochformat wird. Das hebt sich fast zu wenig ab. Das gefällt mir so jetzt nicht so wirklich. Schauen wir mal, ob das hilft, wenn wir da so einen Rand ummachen. Manchmal wirkt es schon recht gut, wenn man sich da einfach irgendwie nein, dann lassen wir es ganz weg. Dann tun wir das jetzt nur das von Herzen drauf und da kommt jetzt aber auch nochmal ein Bandlaue. Das mal aber in diese Richtung. Das heißt, ich lege mir das jetzt wieder da an. Und ich klebe mein Bandel in dem Fall jetzt auf der Linie da. So. Funktioniert eigentlich zu 99,9%, dass es dann gratis. So. Kleiner Trick, den ich immer anwende, wenn sicher viele andere auch tun. Aber so, das heißt, ich tue mir das jetzt da auf, das tue ich so halbwegs in die Mitte und dann tun wir da unten drüber. Das finde ich jetzt schade, dass sich das Herz wirklich so extrem wenig abhebt. Weil ich habe ja auch Spruchschild von Herzen drauf geschrieben. Aber egal. Vielleicht finde ich ja noch ein anderes, was ich dann noch drauf kleben kann. Mal schauen. So. Nein, das tun wir direkt drauf und da tun wir jetzt aber einen ganzen Aufleger auf. Vom Tape. So. Nein, oh mein Gott. Das war jetzt weniger gut. Ich sag ja, Kamera ist ein. Nicht so schlimm, alles gerettet. Passt gut. So.
Aber jetzt Foamtape. So. Dann braucht man, ups, da rutscht die nächste Karte schon ins Bild. Wir sind ja noch nicht fertig. Ich habe etwas Geduld. Ganz gleich bin ich dran. Muss noch ein bisschen warten. So. Das mag schon wieder nicht da. So. Und da müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen, weil da kann man nicht mehr viel korrigieren. Wenn es denn mal klappt. So. Und Karte Nummer 3. Gut. Und ich habe davor gesagt, Patchwork, ich habe mir noch eine Erweiterung sozusagen einfallen lassen. Und zwar habe ich das so gemacht. Patchwork ist ja wirklich, wenn man eben mit die, sage ich jetzt mal, eigentlich mache ich das ja aus Stoffresten. Ich habe auch schon zwei Patchwork-Decken in meinem Leben genäht. Mordsarbeit. Aber egal. Und deswegen habe ich mir da jetzt einfach überlegt, dass ich mir im Prinzip einfach das Quadrat nachahme, da eben die verschiedenen Papiersorten. In der Mitte habe ich dann einfach das Quadrat auch eingeklebt. Und da habe ich mir jetzt eben auch so einen Die-Cut drauf getan und eben das Happy Birthday. Die habe ich eben gemacht. Dann habe ich die da gemacht. Ganz gleiches Prinzip. Und dann habe ich die da noch gemacht. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Und zwar braucht es da, also ich muss jetzt, ich habe die vier Karten da, also die drei und die, was wir jetzt zusammenbasteln, sein aus Restpapier, wo ich viermal so ein Quadrat übrig gehabt habe. Es braucht im Prinzip vier Quadrate Designpapier. Also wenn es da sechs ist, ist immer das gleiche Papier. Da. Das Rosenpapier ist da drauf und das habe ich auch da nochmal. Das da ist überall drauf, habe ich auch da nochmal. Also ich brauche vier Quadrate. Wie groß es das Quadrat macht, bleibt euch überlassen. Das, was ich da jetzt habe, ist 8. 8 mal 8. Das heißt, es braucht, wenn es das jetzt gleich macht, vier Restpapierquadrate in der Größe 8 mal 8. Das da innen drinnen, könnt ihr auch, wie es lustig seid, im Prinzip, das habe ich jetzt 4x4 geschnitten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist dann einfach nur ein separates. Ein separates Designpapier. So. Reststück. Das heißt, um das so zu machen, braucht es eben vier Quadrate. Und die Quadrate, ich zeige es euch jetzt mit dem, was ich jetzt noch da die Quadrate müsst ihr dann diagonal vierteln. Dass sie dann eben jeweils vier verschiedene Dreiecke habe. Das ist eben dann das. Und damit es dann eben so Patchwork-mäßig ausschaut, habe ich mir eben noch so ein kleines geschnitten, das gehört dann da oben drüber geklebt.
Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs so erklärt, dass es das verstanden hat. Ich tue jetzt die alle ein bisschen da auf die Seite. Also wenn es eure Quadrate diagonal durchgeschnitten habt, nehmt euch einen Cardstock in dem Fall, weil man ihr jetzt das dünne Papier genommen. Es kann jetzt, wenn ihr ein dickeres Papier habt, auch direkt auf die Karten draufkleben, aber ich habe jetzt eben beim dünnen habe ich mal einen Cardstock zurechtgeschnitten. Und was ich bei dir auch noch gemacht habe, die sind mit Foamtape aufgeklebte Quadrate. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn es da das so zusammensetzen müsst. Deswegen habe ich mal das so gemacht. Die sind auch alle mit dem Stempelkissen eingefärbt. Und dann braucht es im Prinzip, nehmt euch ein Viertel von eurem Quadrat. So. Wichtig ist jetzt da, dass da wirklich auch die Ecken mit gutem Kleber eingeschmiert sein. Und dann setzt euch das einfach auf den Cardstock drauf. Einfach mit der Kante da schön drauf fahren. Das mag nicht. Und das setzen wir jetzt einfach da daneben und schau auch wieder, dass ich da bei der Kanten schön gerade bin. Und wenn es schön geschnitten habt, alles und dann seht ihr es, dann ist es da wirklich auch schön aneinander. Jetzt fängt mein Kleber auch noch innen an. So. Das tun wir dann daher. Und das letzte nachher noch. Ich schmiere jetzt halt einfach den Kleber in die Finger, in die Ecken aus. Wenn das alles dann draufklebt, schaut es so aus. Wenn ihr das habt, nehmt euch ein kleines Quadrat. Es könnt euch da auch an Kreis draufkleben von mir aus oder es könnt ihr euch als Quadrat größer machen, kleiner machen, wie es euch gefällt. Mir hat es halt gut gefallen mit die 4 cm, deswegen habe ich da die 4 und auch weil es einfach von meinem Restpapier her gut ausgegangen ist, dass ich 4 Quadrate mit 4 cm rauskriege. Und da müsst ihr jetzt einfach schauen, dass die 2 Ecken auf die 2 Strafen ansetzt. Weil dann sollte sich das eben ausgehen, wenn das gerade umgeklebt, dass das dann auf die anderen 2 Streifen landet. Schaut dann so aus. So. Ich muss jetzt den Kleber gar abbiegen, der rinnt davor mal. Ganz schlimm. So schaut meine Unterlage wieder aus, was gut wäre. So. Und wenn wir das jetzt haben, eben dann mit dem Stift, so wie da, um einfach den Patchwork-Effekt noch mehr rauszuholen, habe ich da einfach so eine falsche Naht drauf gemacht. Das machen wir bei dem jetzt auch. Das heißt, das geht einfach her und macht es da mit dem schwarzen Feinliner Striche drüber. Die müssen eigentlich ganz akkurat sein. Und dann schaut es so aus. Ich mache das jetzt gleich überall rundum und dann bin ich gleich wieder da. Tschurala,
einmal alles nachgefahren. Schaut dann so aus. Und von dem her, ja, es hat einen gewissen Effekt mit dem Patchwork-Quadrat. Weil im Prinzip würde ich jetzt hergehen und, ja gut, nicht gleich das gleiche Muster, würde ja die Vierecke alle aneinander nehmen und dann kriege ich irgendwann mein Decken, Polster, was auch immer. Das eben, wie gesagt, will ich mit Foamtape da drauf kleben. Ich weiß aber nicht, ob ich wieder unten oder oben. Ich glaube, ich mache das jetzt da gleich wieder. Das heißt, ich klemme das jetzt dann da drauf. Da habe ich eben mir den Teig halt nur hergerichtet. Ich glaube, ich mache die Blümchen oben und unten. Dann tun wir den daher und den kleben wir unten auf. Da kleben wir auch nochmal ein Bandel drauf, weil es gerade so schön ist. Mit dem selbstklebenden Teil da. Wenn ich mal scharf finde, ne? Einmal alles weg. Also das mit den selbstklebenden Bändern ist echt feine Geschichte, muss ich sagen. So, jetzt kleben wir zuerst einmal den da drauf. Jetzt muss ich leider aufpassen, weil ich möchte ihn ja so, also ich möchte ja nicht so komplett drauf, sondern so etwas versetzt. Das heißt, da unten darf ich nichts drauf tun und da herum nicht da. Noch ein bisschen und das kleben wir dann drauf. Hat funktioniert, kein Kleber schaut raus. Und da tun wir jetzt eben Foamtape drauf. Das kennst du natürlich auch die fertigen Teilchen nehmen. Ich habe halt momentan leider keine da, deswegen muss ich immer Tape nehmen. Aber nicht so grafisch. Ah ja, da kann ich eigentlich nachher noch einen coolen Trick zeigen. Wenn ich es nicht vergiss. Aber ich hoffe nicht. Zwecks Foamtape. So. Muss mir das auch wieder umdrehen, damit ich da die Abstände einfach besser sieht. So. Und da haben wir auch nochmal Foamtape drauf. Jetzt habe ich fast in meinen Spruch eingeschnitten, anstatt das Foamtape abzuschneiden. So. Und dann tun wir jetzt da ganz unten hin, der Abstand. Machen wir so. Und das kleben wir jetzt wieder direkt auf den Karten. Den ich noch nicht gefaltet habe. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich schon Kleber drauf. Na, aber heute wieder. Ha? Nicht eintrocknen. Da muss man Kalken falten. Die auch schon wieder nicht schön geschnitten ist. Das passiert mir momentan so oft, dass ich irgendwas habe, wo da so ausgefranst ist. Sex ist das. Das ärgert mich total. So, aber jetzt. So kratzt drauf. So. Einmal überall festgekommen. Ich habe schon wieder überall einen Kleber drauf. Und so schaut die fertige Karte aus. Ja,
Also wie gesagt, alles nur durch diese Karte entstanden, einfach durch ein paar Kommentare. Schaut aus wie Patchwork, von dem her. Und dann habe ich einfach ein bisschen mal umprobiert mit die Quadrate, bis ich dann irgendwann einmal auf die Idee gekommen bin, da wirklich, sage jetzt mal, ein Patchwork-Quadrat zu kreieren. Gefällt mir total gut, muss ich sagen. Ich bin auch schon beim Überlegen, ob ich das alles ein kleiner mache, also so in dem Format und dann wirklich Patchwork-Muster komplett auf die Karten zu bringen. Habe ich aber zeitlich noch nicht geschafft. Aber mal schauen. Ich werde die unbedingt probieren. Achso, ich wollte euch ja noch was sagen. Sagen. Jeder, der Action kennt, kennt das Band, ja? Und wenn man das Band da auf seine Unterlage klebt, ja, das ist ja relativ, sage ich jetzt einmal, glatt. Ich kann dann wirklich hergehen und das Formtape da drauf kleben. So. Und kann das problemlos wieder abziehen, weil es einfach so beschichtet ist. Das heißt, ich kann mir aus meinem Formtape, wenn ich den brauche, wenn es jetzt funktioniert, nein, ja, ist klar. Ich sage es euch jetzt, jetzt geht es nicht. Aber jetzt, ich bin leid, mein Messer wird langsam immer, wird langsam unscharf. Ich kann mir aus dem Formtape dann wirklich Mini-Streifen aber schneiden. Beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel solche, jetzt habe ich gerade so filigranes Teilchen, gell? Jetzt einfach blöde Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Formtape aufkommen will und ich mache da dahinter Formtape drauf tun, dann kann ich mir auch wirklich klitzekleine Quadrate ausschneiden und kriege die problemlos weg, weil das einfach beschichtet ist. Und kann da wirklich so, wie ich es halt brauche, wenn ich es so brauche oder wenn ich dann so einen Streifen brauche oder einen Streifen oder wie auch immer. Gehst du runter? So. Also ich kann mir das dann in allen erdenklichen Größen zurechtschneiden, wie ich das brauche. Und das ist mir jetzt vorher gerade eingefallen, dass ich euch das ja zeigen wollte. Weil da bin ich rein zufällig draufgekommen, weil ich eben keine fertigen Kleberlein mehr habe und jetzt eben alles mit dem Formtape machen muss. Und das dann teilweise einfach ein bisschen nervig ist, wenn du wirklich so kleinere Teile brauchst. Weil da so kleine Streifen mit der Schar aber schneiden, das ist mitunter ein bisschen Fummelarbeit. Aber so funktioniert das gut. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, die Karten gefallen euch und ich habe euch ein bisschen Inspiration geben können. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn es nachmacht, wenn es mir zum Beispiel auf Instagram verlinkt. Und über einen Daumen hoch würde mir natürlich auch freuen. Wer noch kein Abo hat, kann man auch gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!